Heute geht es mal um Kräfte, die bei der Verformung eines geraden Drahtes in Form einer B-Spline auftreten. Wir haben jetzt hier mal eine B-Spline, und zwar ist das jetzt eine Folge von drei Bézier-Kurven. Die erste geht bis hierhin, die zweite geht bis hierhin und so weiter. Das ist das Krümmungsbild dazu, und der zugrunde liegende Sketch sieht so aus. Das heißt, wir sehen jetzt hier die einzelnen Segmente. Und wenn wir hier die Tangentenindikatoren ändern, dann merkt man, wie sich die Krümmung ändert und wie das weitergeht. Ich habe das jetzt alles auch so gemacht mit Constraints, dass das symmetrisch ist, also nicht besonders kompliziert. So, und wenn ich jetzt von dieser blauen Linie ausgehe, das Ding so weit biege, dass diese rote Linie entsteht, ich mache mal die Krümmung weg, dann wird ja dieses Objekt verbogen, und für diese Verbiegung hat man Kräfte, die wirken, und es wird auch gestreckt. Also aus diesem Stück hier wird ja dieser Bogen. Und diese Verformungen kann ich mir anzeichnen lassen, indem ich so ein Monitorobjekt erzeuge. Ich wähle also die benötigten Daten aus, Force Monitor, und der zeigt mir jetzt zwei Größen an. Der zeigt mir einmal den Gesamtwinkel der Biegung an, der hier stattfindet, und wie stark diese grüne Linie gegenüber ihrem Vorlage gestreckt ist. Gehen wir nochmal in den Editor rein, um das zu sehen. Wenn ich also jetzt mal hier das runterziehe auf die Ausgangsgerade, dann wird hier der Stretch kleiner. Und wenn ich genau auf der Linie drauf bin, ist also das Stretch 0. Und der Winkel ist ja noch ein kleiner Restwinkel da, den kann ich aber jetzt, wenn ich ganz fein reingehe, auch auf 0 reduzieren. Und wenn ich im umgekehrten Schluss hier rausgehe, dann wird das ganze Zeug jetzt wieder größer. Hier haben wir jetzt einen zweiten Fall, und zwar ist es der Fall, wo ein Halbkreis als Bézier-Kurve dargestellt ist. Da gibt es eine Theorie dazu, dass man es ziemlich genau annähern kann. Und dazugehörige Sketch sieht so aus. Und wir gehen da mal rein. Und die Theorie sagt einfach mal, wenn ich einen Kreis mit dem Radius 1000 mm haben möchte, dann müssen diese Pole hier so gelegt sein, dass die 551,915 mm oberhalb der X-Achse liegen. Und hier drüben, das liegt genauso an der gleichen Stelle. Und dann entsteht eben hier ein Bogen, der genau dort reinpasst. Was wir hier sehen bei diesem Viertelkreis ist einmal die Krümmung beträgt 90 Grad. Also von der Nordrichtung gehen wir hier, schwenken wir hier nach Westen, und das sind genau 90 Grad. Und der Stretchfaktor ist 11%. Das kriegt man auch raus. Dieser Bogen, das ist ja ein Viertelumfang, also das ist Pi halbe, 1570 mm ungefähr. Und das hier, das ist so eine Diagonale, das ist Wurzel aus 2, also 1410 mm. Die Differenz von den beiden, die beträgt dann 160 mm ungefähr, und 160 durch 1410 ergibt 11%. Das ist also schon mal der wahre Wert, den wir hier haben. Okay, und was machen wir jetzt? Wir machen es jetzt einfach so, wir lassen das mal stehen. Ich schmeiße mal den Monitor hier wieder weg, lösche den, erzeuge jetzt von diesem Objekt eine Kopie, lasse den ursprünglichen Sketch stehen, erzeuge von den beiden einen neuen Monitor. Also der zeigt erstmal die alten Werte an. Und jetzt gehen wir in den Sketch rein und schmeißen dort ein paar Sachen weg. Also wir schmeißen diese Einschränkung weg. Wir schmeißen das hier weg, die senkrecht, und die waagrecht weg, und damit ist das jetzt alles frei editierbar. Und jetzt schauen wir, was da jetzt im Einzelnen geht. Also, wir können jetzt einfach mal diese Kurve nehmen und können die zurückführen und können die genau auf diese Schräge legen, bekommen hier wieder wie erwartet Stretchfaktor 0, und Biegung ist auch 0. Wir können
Allerdings jetzt auch rausgehen, könnt ihr extreme Figuren machen, könnten so, wir gehen hier, wir ziehen hier senkrecht hoch und hier senkrecht hoch. Und dann ist klar, dann ist der Biegewinkel 180 Grad und der Stretch-Faktor ist momentan 32%. Und wenn ich da jetzt einfach senkrecht weiter rausgehe, dann ändert sich der Biegewinkel nicht, aber der Stretch-Faktor, der kann beliebig groß werden. Und man kann den Spaß natürlich jetzt auch so machen, dass man sagt, wir gehen jetzt mal hier hinten raus, da wird also der Biegewinkel noch größer. Und jetzt führe ich diese Schleife so ganz knapp ran. Und gehe jetzt auf die andere Seite. Und dann passt auch hier der Übergang. Und jetzt habe ich so eine Figur, die ist jetzt in beide Richtungen gebogen und insgesamt komme ich hier auf einen Winkel 273 Grad. Das rechnet sich dann alles zusammen und jetzt kann ich das wieder schrumpfen lassen. Und irgendwann einmal komme ich dann wieder auf den Bereich, wo wir auf 0 zurück sind. Also hier so knapp daneben. Okay, gehen wir nochmal raus aus dem Editor und schauen uns jetzt an für diesen Sketch, also jetzt hier. Die Krümmung, die sieht so aus. Schalte das mal aus. Und der ursprüngliche, das war ja hier der Kreis oder der Viertelkreis. Wenn wir hier von uns die Krümmung anschauen, dann sehen wir, das ist jetzt exakt gekrümmter Kreis. Und im anderen Fall haben wir eben hier an der Stelle eine starke Wölbung.